Hallo Freunde, willkommen zu meinem neuesten Blu-ray-Update-Video und Unboxing-Video. Mein letztes Blu-ray-Update war vor 3 Monaten. Da habe ich gesagt im Video, ja, ich will mir keine Blu-rays mehr kaufen. Ich kaufe mir jetzt ab und zu eine, weil ich habe Geld gespart über die Monate und ich kann mir ab und zu eine Blu-ray kaufen oder ein Mediabook. Natürlich dürfen sie nicht so teuer sein, die Mediabooks, ist klar, nicht einen dreistelligen Betrag und so, ist klar. Aber so ab und zu kaufe ich mir jetzt eine Blu-ray. Und das habe ich auch heute gemacht. Ich war heute im Mediamarkt, habe ich mir geholt. Oppenheimer, habe ich gesehen. Oh, Oppenheimer, den wolltest du unbedingt mal sehen. Auf Blu-ray. Den hast du im Kino verpasst. Den wolltest du unbedingt mal sehen. Und habe ich ihn jetzt gefunden für 16,99 €. Habe ich mitgenommen. Ich kaufe mir jetzt ab und zu eine Blu-ray, nicht, dass ich wieder in diesen Wahn verfalle, dass ich mir jeden Tag eine kaufe oder dass ich wieder so viele habe. Dies ist wieder eine Ausnahme. Jetzt habe ich mal wieder eine Blu-ray gekauft. Finde ich echt nicht schlimm, weil ich habe gesagt, so und so. So, und hier Oppenheimer ist ein 2-Disc-Edition. Dies ist eine 2-Disc-Edition. Vorne steht drauf, einer der besten Filme des Jahrhunderts. Und hinten haben wir denn dieses. Also, großes Kino. Der Film ist aus dem Jahr 2023. Ist ein Thriller oder ein Drama. Geht 3 Stunden. Wurde regiert, geführt Christopher Nolan. An den Kinokassen hatte eingespielt 950 Millionen US-Dollar. Und Budget waren 100 Millionen US-Dollar. Also hat er das 9-fache eingespielt, Freunde. Im Kino war er am 20. Juli 2023. Also er war ein voller Erfolg im Kino. Er lief ja auch an mit Barbie. Lief ja auch an. Barbie habe ich ja gesehen und Barbie fand ich gut. Aber diesen Film habe ich noch nicht gesehen. Oppenheimer, den habe ich nicht gesehen. Und der soll richtig gut sein. Ich habe schon von einigen auf YouTube schon gehört, der soll gut sein. Und ich habe auch gesehen auf Foy82. Sei gegrüßt, Foy82, falls du mein Video schauen solltest. Bei dir habe ich gesehen das 4K Steelbook. Und du hast noch 2 4K Steelbooks hast du noch gehabt. Und dann hast du vorbestellt. Ich wollte dir schreiben, ich wollte dir auf Facebook schreiben, aber meine Nachricht ging nicht durch. Weil du nur bestimmte Personen erlaubst, dir zu schreiben oder sowas. Egal, habe ich jetzt das nicht bekommen, das Steelbook, weil das Steelbook, das ist echt geil. Vom Oppenheimer, das Steelbook. Da ist unten gestanzt, der Schriftzug Oppenheimer ist unten eingestanzt. Eingestanzt, der Schriftzug und richtig tolles Steelbook. Aber ist egal, jetzt habe ich die Blu-ray. Also, erleben Sie das atemberaubende Meisterwerk, welches das Publikum auf der ganzen Welt fasziniert hat. Geschrieben und inszeniert von Christopher Nolan, versetzt uns Oppenheimer in die Gedankenwelt des Physikers J. Robert Oppenheimer, gespielt von Cillian Murphy, dessen bahnbrechende Arbeit beim Manhattan-Projekt die erste Atombombe hervorbrachte. Dieses unvergleichliche Filmerlebnis brillant mit hochkarätiger Starbesetzung. Emily Blunt ist mit drin, Matt Damon spielt mit, Robert Downey Jr., Florence Pugh kenne ich alle nicht, aber den Florence Pugh kenne ich nicht, Josh Hartman kenne ich. Ja, die spielen ja alle mit. Dann haben wir noch Bonusmaterial. Jede Menge Bonusmaterial ist drauf. 130 Minuten, 180 Minuten geht der Film, habe ich mich versprochen. Und dann haben wir hier eine 2-Disc-Edition. Da sind 2 Blu-rays drin. Einmal den Film auf Blu-ray mit einer schön bedruckten Disc. Hier sind die ganzen Logos drauf. Logos sind hier genug drauf. Und ein Blu-ray. Von Universal ist die Blu-ray. Und hier haben wir noch die Special Features. Und hier ist ein Hut zu sehen. Man könnte jetzt denken, ne, das ist irgendwie ein Abenteuerfilm. Aber hier haben wir dann die Special Features.
Und dann gab es noch ein Wendecover. Aber das Wendecover habe ich schon gewendet. So, Wendecover ist gewendet. Ja, meine Freunde. Endlich habe ich mal wieder ein Update, ein Blu-ray-Update. Finde ich voll okay. Ab und zu kann ich mir das erlauben. Jo, ich wünsche allen noch einen schönen Rest Dienstag. Morgen schönen Mittwoch. Wochenteiler. Das Wochenende ist nah. So, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn mein Kanal nicht abonniert hat, ganz gerne tun, denn verpasst ihr kein neues Video. Ich würde mich über eine Bewertung freuen und einen Kommentar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.